Seit Beginn der Corona-Krise kämpfen in Österreich jeden Tag zahlreiche Unternehmen ums Überleben. Zuerst entzieht die schwarz-grüne Regierung ihnen die rechtliche Basis für eine Entschädigung nach dem Epidemiegesetz, dann ergreift man mit den Lockdown-Maßnahmen, die viele Betriebe in den Ruin treiben. Die Wirtschaftsleistung in Österreich ist nach dem schwarz-grünen Corona-Lockdown im März in den Folgemonaten April, Mai und Juni um 14,3% gegenüber dem Vorjahresquartal eingebrochen. Zudem befinden sich noch immer hunderttausende Menschen in Kurzarbeit. Viele werden wohl nie wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Wirtschaftswissenschaftler Christoph Badelt rechnet gar mit 500.000 Arbeitslosen im Herbst bzw. im Winter. Mit der Fortführung einer Politik der Angst- und Panikmache und einem krankhaften Herbeireden einer zweiten Welle nimmt man nun offensichtlich vielen Branchen in unserem Land den letzten Funken Hoffnung darauf, die Krise doch noch zu überstehen. Die am Montag präsentierten Zahlen der Statistik Austria sind erschreckend. Die Bereiche Beherbergung und Gastronomie beispielsweise verzeichneten den stärksten realen Rückgang mit 61,1% zum Vorjahresquartal und 65,2% zum Vorquartal. Die aktuelle Schikane mit den frühen Sperrstunden und der Meldepflicht in den Lokalen verschärfen die Lage ungemein. Und anstatt sich Innenminister Nehammer um den Grenzschutz kümmert, schickt er die Polizisten aus, um Sperrstunden in Gasthäusern zu kontrollieren. Internetgiganten hingegen, die keine Steuern zahlen, reiben sich nun die Hände und sehen zu, wie Kurz und Co. die Klein- und Mittelbetriebe in unserem Land in den Konkurs treiben. Um im Wortschatz des Herrn Kurz zu bleiben, schon fast jeder kennt jemanden, der wegen der völlig überzogenen Einschränkungen arbeitslos, in Kurzarbeit oder von einer Firmenpleite betroffen ist. Fakt ist, Schwarz-Grün hat Österreich in die wirtschaftliche Steinzeit befördert. Wir raten daher dringend dazu, den Fokus wieder stärker auf den Erhalt des Gesundheitssystems zu legen, statt weiter sinnlos zu versuchen, das Virus komplett aus unserem Leben zu verbannen, nur um noch mehr wirtschaftliche Existenzen zu vernichten. Das heißt, umfassender Schutz im Bereich der Pflege, Altenheime, Spitäler und anderen Gesundheitsbereichen bei gleichzeitiger Ermöglichung eines ansonsten uneingeschränkten öffentlichen Lebens. Schluss mit dem schwarz-grünen Corona-Wahnsinn. Wir dürfen uns all das nicht mehr länger gefallen lassen.